Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Spyro 3 bzw. Spyro The Year of the Dragon. Ja, ich freue mich schon sehr, sehr dolle auf dieses Spiel. Ich mache mal hier direkt auf Deutsch, weil bevor die Demo anfängt, weil die Demo will nicht irgendwie. Weil da hängt sich die Playse immer auf. Ich habe auch irgendwie Angst, dass bei Sequenzen irgendwie was passieren wird. Aber ich habe eben gerade schon mal probiert und da hat alles super gelaufen. Also ich habe noch nicht aufgenommen, ich habe nur geguckt, ob alles funktioniert. Ja, kurz zum Spiel. Das Spiel ist laut Hülle, glaube ich, 2000 rausgekommen. Ja, zur Story werde ich jetzt noch nichts sagen, denn die kriegen wir gleich noch schön vorgestellt. Wir erstellen jetzt erstmal einen kleinen Speicherblock. Ja. Ein neues Spiel. Symbol. Ich glaube, wen gibt's denn noch? Ich glaube, wir nehmen einfach Jäger. Einfach, weil wir es können. Wir haben es geschafft, die Eier zu erbeuten, Eure Hoheit. Jedes einzelne. Exzellent. Aus dir wird vielleicht doch noch was. Nun geh, bewache die Tunnel. Lass niemand durch. Die führen zur anderen Seite der Welt. Wir haben einige Eier gefunden, doch sie waren zu schwer, sie zu tragen. Die andere Seite der Welt? Die vergessenen Welten. Spyro, du musst gehen, sonst passt niemand durch die Löcher. Ja, auf, lass uns gehen! Zurück. Du bist unsere einzige Chance. Du sagst es. Das Abenteuer beginnt. Was ich gerade noch sagen will, da wo die Drachen sich gerade aufgehalten haben, das sah so ein bisschen aus wie, ich weiß nicht mehr, wie dieses Level heißt, in Spyro 1. Da gab es halt auch diesen kleinen Brunnen in der Mitte und auch dieses Schloss und da war so ein versteckter Part. Bei dem Nachhause musste man hinten runter, da war so ein bisschen Strand und so und da war auch die Kiste. Und nach dem Level sah das aus, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie das heißt. Ich werde es wahrscheinlich hier rein dingsen, damit ihr wisst, was ich meine. So, Kamera können wir nicht mit dem rechten Analogstick.
Also es ist schon sehr lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Und ich möchte das gerne auch auf 100% holen oder 101, 117. Ich weiß nicht, wie viel es hier gibt. Auf jeden Fall möchte ich alles holen. Also alle Edelsteine natürlich, alle Eier. Und alle Könnerpunkte. Ich glaube, mehr gibt es nicht zu holen. Auf jeden Fall, das möchte ich alles holen. Ja, mit dem linken Analogstick können wir uns drehen, aber ich nehme lieber das Steuerkreuz, weil das irgendwie direkter ist. Rechten Analogstick können wir die Kamera leider nicht drehen. Dafür können wir sie mit R2 und L2 drehen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, mit L1 und R1 können wir die Kamera wieder zentrieren. Dreieck, damit können wir uns umgucken. Kreis lässt uns Feuer speien. Mit Quadrat können wir rennen, also so rasen, keine Ahnung. X ist springen, wie immer, und ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts auf dem Controller. Ja, ich muss aber gerade mal was umstellen, weil ich glaube, das stört mich jetzt schon ein bisschen. Kamera, passiv. Ich möchte sie gerne aktiv haben. Vibration an, Horizont, das brauchen wir nicht. Das ist nur zum Bild zentrieren. Ja. Dann mache ich bei mir gerade, wenn ich sowieso schon hier am Umstellen bin, bei mir am Fernseher, den Ton noch etwas leiser, weil der ist mir ein bisschen zu laut. Weiter. So. Jetzt ist es zu leise. So. Ja, und wie auch in den anderen Spyro-Teilen sollen wir halt Edelsteine sammeln. Dann haben wir im Intro gesehen, dass die ganzen Dracheneier gestohlen wurden, die wir auch wieder zurückholen möchten. Ähnlich wie im ersten Teil ein bisschen. Da gab es ja auch die Dracheneier. Jo, ansonsten kann ich jetzt nicht viel weiter sagen. Das ist, ich sag mal, mein zweitliebster Spyro-Teil. Und hier haben wir schon das erste Ei. Das gucken wir mal an, was das ist. Und hier wurden die, glaube ich, die Namen noch nicht vorgelesen. Isabelle. Genau, das war nämlich im darauf folgenden Teil. So. Das Problem ist auch, Spyro 2 ist schon auch schon ein bisschen her, aber ich habe das Gefühl, dass die Steuerung im Allgemeinen etwas direkter geworden ist. Okay, da will jemand mit uns quatschen. So wie das aussieht. Huh. Hi Spyro! Um nach links oder rechts zu gucken, drück die L2 oder R2 Tasten. Um die Kamera schnell hinter dir zu zentrieren, drück die L1 oder die R1 Tasten. Einen Rundumblick bekommst du, wenn du die Dreiecktaste gedrückt hältst. Okay, die hat ein paar Aussetzer gehabt. Ich werde die PlayStation mal noch ein bisschen schräger stellen. Ah, da geht die Musik auch wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob es da wirklich dran gelegen hat, aber... ja, die PlayStation, die will immer nicht hochkant stehen, sondern so schräg hochkant. Damit die alles vernünftig, ablesen kann von der CD. Und das habe ich euch eben gerade schon eigentlich erzählt. Also, huch! Erzählt, was da, was sie uns gesagt hat. So, du bist also derjenige, der die Eier retten soll, hm? Wie traurig. Hör mal zu, Drache. Wenn du weißt, was gut für dich ist, drehst du dich um und verschwindest wieder in dem Loch, aus dem du gekrochen bist. Diese Eier gehören jetzt uns und ich habe sie so gut versteckt, dass du sie nicht mal in 1000 Jahren findest. Und selbst wenn du eins finden solltest, werden sich unsere hervorragend ausgebildeten Armeen deiner annehmen und es dir wieder abnehmen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Wenn ich dich hier nochmal erwische, werde ich sehr böse. Und das wird dir gar nicht gefallen, wenn ich böse bin. Ein, wie war das? Guter, böser Mensch? Böser, guter Mensch? Keine Ahnung. ja, auf jeden Fall hat das Schreckstellen der PlayStation auf jeden Fall was gebracht. wir haben ja schon das erste Level, nämlich Villa Sonne. Da gehen wir noch nicht rein, weil ich möchte erstmal so weit wie möglich hier die Overworld, sag ich jetzt mal, nicht so mal, also Heimatwelt, fertig machen.
Und wir haben ja gesehen, wie gut die Madame die Eier versteckt hat, denn, ja, da vorne haben wir schon eins gefunden. Da oben liegt eins. Ja. Ich muss mich hier unbedingt noch an die Steuerung gewöhnen, weil die so wirklich direkt ist. Und an die Grafik muss ich mich auch gewöhnen. ich habe vorher ja, die Order gespielt und das ist wirklich ein Brett an Grafik. Und dann muss ich jetzt halt ein PlayStation 1 Spiel spielen. Was auf einer Röhre nicht so schlimm wäre, aber ich spiele es halt auf meinem großen Fernseher. Und dann auch noch über den Grabber, der das ganze Bild nochmal schlechter macht. Ja. Erstmal dran gewöhnen. So, da haben wir Geld. Sagt, wie viel Geld haben wir denn? Können wir das schon... Select? Genau, Select bringt uns den Atlas hervor. Falls denn... Ja, der heißt noch Atlas. Okay. Bad Sonnenaufgang. Da sind wir jetzt momentan und wir haben schon 81 Edelsteine von... Also von 400. Wir haben 20% geschafft. Und wir können ja sogar sehen, was das nächste Ei ist. Wir haben das Ei am Fluss, haben wir schon gefunden. Und um das nächste Ei zu bekommen, müssen wir gleiten lernen. Und wer bringt uns das Gleiten bei? Wer wohl? Der gute Jäger. Aber wir reden erstmal mit Geldsack. Spyro, na das ist ja eine Überraschung. Mensch, ich hab dich ja nicht mehr gesehen, seit wir Ripto in Avala besiegt haben. Nun, mein Geschäft hat etwas nachgelassen, seit du weg bist. Deshalb kam ich hierher und habe ein nettes Abkommen mit der örtlichen Zauberin geschlossen. Eine wirklich reizende Dame ist das. Und sie scheint auch Drachen sehr gern zu haben. Die Zauberin hat mich gebeten, Sheila das Känguru zu bewachen. Wenn du etwas mehr Geld hättest, könnte ich sie wohl entkommen lassen. Dann könntest du sie als Haustier halten oder so. 300 Edelsteine brauchen wir dafür, also um Sheila zu befreien. Und die Besonderheit an diesem Teil ist, dass wir noch unterschiedliche Charaktere steuern können, wie zum Beispiel hier das Känguru Sheila. Das ist nicht nur das eine Level, was wir mit ihr machen können, denn in den einzelnen Leveln gibt es teilweise auch noch so Minispiele, wo man dann halt mit den Charakteren teilweise diese Aufgaben dann lösen müssen. Aber wir machen jetzt erstmal hier die Welt fertig. Ich mache erstmal hier unten den ganzen Kram, dann quatsche ich mit Jäger. So. Ich habe eben damit angefangen, dass dieser Teil mein zweitliebster Teil ist, der Spyro-Reihe. Also der Spyro-Reihe auf der PlayStation 1, sagen wir mal so. Denn mein liebster Teil ist der zweite Teil. Also mir macht er irgendwie mehr Spaß. Fällt dir der Aktivmodus der Kamera? Wenn nicht, kann ich wieder den Passivmodus einstellen. Nö, nö. Mal gucken, ob sie es geändert haben, weil im zweiten Teil war es ja so, dass das irgendwie umgedreht war und die haben das irgendwie falsch programmiert. Ich möchte gerne im Aktivmodus bleiben. Okay, ich werde es nicht ändern. Vergiss nicht, dass du den Kameramodus im Menü Optionen selbst ändern kannst. Haben wir ja schon gemacht. Gut. Können wir das noch? Oh, super. Genau, mir macht der zweite... Also ich finde den zweiten... Da ist irgendwie, finde ich, mehr Liebe irgendwie reingeflossen. Liam. Ja, heul du erstmal. Ist doch lustig, dass die alle schlüpfen, wenn wir die finden. So. Dann quatsch mal mit dem Tiki hier. Ich bin spät dran für eine Dinnerparty in der Tiki-Lodge. Und das Tor zu meinem Zuhause funktioniert nicht mehr. Vielleicht geht es wieder, wenn noch ein paar Drachen schlüpfen. Ich weiß gar nicht, ob die Tikis genannt werden. Auf jeden Fall heißt der gute Mann Rocky. Ich finde ihn voll süß. Also wir brauchen hier 10 Eier, um in seine Welt zu kommen. Ich finde ihn total süß, weil seine Ärmchen so abstehen und er hat halt so Fingerstumpen. Keine Ahnung. Und er hat halt die ganze Zeit den Mund offen. Ich finde ihn total niedlich. So, da vorne ist Jäger. Genau, die kleinen. Ich wollte gerade Rehe sagen, aber es sind Schafe. da vorne ist ein Edelstein. Wenn wir die Schafe abfackeln oder umrennen, dann kriegen wir dafür einen Schmetterling und der füllt unsere Energie auf, die uns durch Sparks, also unsere kleine Libelle, angezeigt wird.
Ich sehe ein Ei auf dem Grund des Sees. Ich würde es ja holen, aber ich will mein Fell nicht nass machen. Vielleicht könntest du es holen. Du kannst untertauchen, indem du die Quadrattaste drückst, wenn du an der Oberfläche bist. Schneller schwimmen kannst du, indem du die Quadrattaste gedrückt hältst. Hältst. Ja. Das hat sich auch nicht geändert. Die Steuerung ist wie fast bei allen Spielen eigentlich unter Wasser invertiert. Das heißt, wenn man nach unten zeigt, schwimmt man nach oben und wenn man nach oben zeigt, schwimmt man nach unten. So, das Ei möchte ich eigentlich immer als letztes irgendwie holen. Ich weiß auch nicht warum. Das ist dann irgendwie so der Abschluss der Umgebung hier. Komm, jetzt. Ich glaube, ich habe alles. Bruce. Brutze. Ich bin auch voll der Schock. Unter Wasser dann schlüpfen irgendwie und auf einmal Wasser. So, drei Eier haben wir schon. Ach genau, und hier gibt es noch eine Besonderheit. Genau, nämlich das. Spyro, ich habe einen Speziellauftrag für Sparks. Komm später hier zurück. Zoe. Zoe ist die kleine Fee, mit der wir gesprochen haben. Denn wenn wir diese Welt hier abgeschlossen haben und in die nächste Welt fliegen, mit diesem Ballon, dann können wir diesen Spezialauftrag für Sparks machen. Und das ist dann quasi so ein kleiner Top-Down-Shooter, was dann halt nochmal ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringt. Und ich meine, ich hätte hier eben noch... Genau, da habe ich noch was gesehen. Bisschen... Oh, da ist noch was. Bisschen Abwechslung. Ganz cool. Ich war gerade auf dem Weg zum Muschelstrand und mein Tor ist einfach vor meinen Augen verschwunden. Wenn du noch ein paar Dracheneier finden würdest, funktioniert das Tor bestimmt wieder. Ja, hier brauchen wir 14 Stück. Also muss man sich schon ein bisschen anstrengen, überhaupt weiterzukommen, ne? So. Und drei Viertel haben wir jetzt schon. Ich meine, wir könnten hier auch alles holen. Auf jeden Fall hier mit den 20 Eiern. Da bekommen wir dann ein kleines Fluglevel. Ja, die gibt es auch wieder. Wer hätte es gedacht? Habe ich hier noch was zu gesagt? Nee. Okay. Dann reden wir jetzt mit Jäger hier oben. Hey Spyro, ich habe gerade eins von diesen komischen Toren gefunden, die zu einer anderen Welt führen. Aber du musst gleiten, um darüber zu kommen. Drück die X-Taste zum Springen und drück dann nochmal die X-Taste, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Folge mir einfach. Um zu gleiten. Ja, ja. Lass mich hier erstmal die ganzen Sachen holen. Ich gehe erstmal hier drüben hin. So. Noch 57 Edelsteinchen brauchen wir und ich hoffe mal, dass wir die alle in der Höhle finden. Jetzt meckert er uns bestimmt an. Wenn du am höchsten bist, drück die X-Taste. Dann gleitest du am weitesten. Ja, ja. Ich weiß schon, wie das geht. Ich habe das gerade gemacht. Ich habe in der Höhle da drüben etwas Glänzendes gesehen. Lass uns mal nachsehen, was es ist. Du gelangst dorthin, indem du schwebst. Dafür musst du nur am Ende deines Gleitflugs die Dreieck-Taste drücken. Ach so, ja, genau. Okay, hier haben wir auch alles geholt. Oh, jetzt hätte ich's fast vergessen. Ich habe dieses Ei hier gefunden. Schön. Dann gib's her. Cold Train oder so. Noch nie gehört den Namen.